Ja, diese Kunstwerke hier, die hat nicht irgendjemand gemalt, sondern die Künstlerin ist ja rund eine halbe Tonne schwer, hat ziemlich viele Borsten auf dem Rücken und suhlt sich auch gerne mal im Schlamm. Denn ja, wirklich, diese Künstlerin ist ein Schwein. Picasso heißt das, ist 6 Jahre alt und kommt aus Südafrika und malt eben diese Kunstwerke. Vor 6 Jahren wurde es gerettet vor dem Schlachthof und hat dann eben angefangen zu malen. Und jetzt stellt das Schwein sozusagen zum ersten Mal in Deutschland aus, in Hahnmünden im Museum Dr. Wolfs Wunderkammer. Und ich habe mal nachgefragt bei dem Kunstwissenschaftler und Museumsleiter Daniel Wolf, wie es dazu kommt, dass Picasso jetzt hier in Hahnmünden ausstellt. Hier ist natürlich künstlerisch auch so schon viel los, natürlich nicht immer ganz so international. Aber ja, dass Picasso jetzt tatsächlich hier ausstellt, war eigentlich auch gar nicht so unsere direkte Intention. Wir hatten eigentlich mehr so nach was Kleinem gefragt, weil wir ja auch hier eher kleinteilig arbeiten. Und die Antwort war eben, wir sind sowieso in Europa unterwegs, wir könnten auch gleich eine Ausstellung machen. Das war etwas größer, als wir uns das zuerst vorgestellt haben, aber da sagt man natürlich nicht nein. Und dann haben wir ja geschaut, wie sich das verwirklichen lässt, haben oben noch ein bisschen ausgebaut und jetzt steht die Ausstellung. Zuletzt war es in Amsterdam und ja, als nächstes geht es dann nach Mallorca, dann kommt London und New York soll auch noch folgen. Insofern sind wir da in einer sehr illustren Runde. Ja, und die Kunstwerke, die Picasso malt, die haben Namen wie Utopia oder Miss Piggy und die sind auch schon mal mehrere tausend Euro wert, diese Bilder, also auf dem Kunstmarkt heiß begehrt. Und man kann sie natürlich auch kaufen hier und der Erlös dieser Bilder, der fließt dann zum größten Teil in den Gnadenhof in Südafrika, wo Picasso lebt.